Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Beteiligung von Kindern ist ein Teil, ein konstitutiver Teil der Umsetzung von Kinderrechten. Sie ist wichtig, und ich glaube, darüber sind wir uns alle fraktionsübergreifend einig. Man kann nicht früh genug damit anfangen. Und deshalb, Kollegin Koppin hat es erwähnt, haben wir als rot-grüne Koalition die Beteiligung in das Kiebitz aufgenommen. Wir haben die Träger ermuntert und die Vorgabe gemacht, dass Kinder ihrem Alter gemäß tatsächlich im Alltag der Kita anzuhören sind, dass sie mitwirken sollen, um diesen Alltag zu gestalten. Und vorangegangen ist bereits, dass die Landesregierung Modellprojekte gefördert hat, sehr erfolgreiche Modellprojekte. Auf Anregung der Kollegin Milz haben wir mal eins im Ausschuss gehabt, liebe Andrea Milz. Ich glaube, wir waren alle sehr beeindruckt, wie gut das läuft und wie in der Tat schon kleine Kinder Demokratie üben können und das sehr gut machen. Jetzt zum Antrag der Piratenfraktion. Das, was Sie hier vorschlagen, ist von den Sachverständigen, die wir in der Anhörung gehabt haben, im Grunde fast durchweg abgelehnt worden, weil es ein Aufwuchs an tatsächlich Bürokratie bedeuten würde, alle Dokumentationspflichten, die Sie dort einführen. Das ist nicht das, was die Kitas brauchen, sondern es wurde einhellig festgestellt, dass sich in der Haltung der Erzieherinnen und Erzieher im Konzept etwas ändern muss der Einrichtung. Das heißt aber auch, wir müssen die Einrichtung mitnehmen. Wir können nicht irgendwas über ihre Köpfe hinweg festschreiben, was dann nicht gelebt wird. Wir wollen auch als grüne Fraktion, dass Beteiligung wirklich lebendig gelebt wird und wollen damit nicht noch mehr Bürokratie, so wie das in Ihrem Gesetzentwurf vorgesehen ist, in die Kitas bringen und die Kitas damit belasten. Und deswegen werden wir diesen Gesetzentwurf ablehnen. Vielen Dank.